Ja, meine Süßen, ihr seht zwar was Gehäkeltes, aber das wird hier heute keine Anleitung. Und zwar sind doch momentan so viele krank. Und da habe ich gedacht, da komme ich als kleine eine Quasselei mit dazwischen. Vielleicht um euch ein bisschen abzulenken, um allen gute Besserung zu wünschen. Und dass ihr hoffentlich bald alle wieder fit seid. Ja, bei uns ging es jetzt auch rum. Der Wikinger war jetzt am Wochenende, hat er ziemlich hoch aufgefiebert. Dann war er Montag und Dienstag zu Hause. Mittwoch konnte er wieder, aber natürlich dann mit Sportbefreiung für den Donnerstag. Ja, den hat so eine Art Sommergrippe erwischt. Würde ich das nennen. Doch, Sommergrippe passt ganz gut. 1, 2, 3, 4. Naja, die Mini ist jetzt auch zu Hause. Die hat es jetzt auch erwischt. 5. Und ist jetzt krank. Ich mache hier übrigens gerade einen richtig schön farbenfrohen Kissenbezug. Die ausführliche Anleitung dazu, die kommt bald. Nö, und da habe ich mir so gedacht, gut, okay, wenn jetzt eh alle krank sind, weil überall hört man es. Auch bei uns hier in der Nachbarschaft, überall am Husten, am Schniefen. Dass ich dann wenigstens so als kleine Ablenkung ein bisschen reinkomme und euch so mal ein bisschen was erzähle. Habe ich euch eigentlich schon das Gedicht vorgelesen, was meine Große für die Abschlussfeier gemacht hat? Oder nicht gemacht, aber aufgesagt hat. Wartet, ich lese euch das mal vor. Das ist so süß. Das hat die Klassenlehrerin ausgesucht. Ah, ich habe sie auf dem Handy, deswegen muss ich es mal ganz kurz raussuchen. Oh, ich habe so geschnieft, wo ich das erste Mal gehört habe. Da hat sie mich echt damit so geflasht. Da ist es. So, das Gedicht ist von Reine Handarbeit. Nee, Gedicht zum Thema Leben. Reine Handarbeit heißt es. Und geschrieben hat es Christiane Allert-Wiebreinitz. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, seid mir bitte nicht böse. Wir stricken unser Leben. Manche wählen ein kompliziertes Muster, andere ein schlichtes. Es ist eine Maschenwerk oder ein Stück in tristen Farben. Nicht immer können wir die Farben selber wählen. Und auch die Qualität der Wolle wechselt. Mal weiß und wolkenflauschig, mal kratzig und hart. Die einen stricken liebevoll und sorgsam, andere mühevoll und ungern. Und so manchmal schmeißt einer sein Strickzeug in die Ecke. Und öfters lässt du eine Masche fallen oder sie fällt ohne dein Zutun. Du hast die Nadeln in der Hand, du kannst das Muster wechseln, die Technik oder das Werkzeug. Nur aufribbeln kannst du nicht. Nicht ein klitzekleines Stück. Ist das nicht süß? Man muss dazu sagen, die Klassenlehrerin weiß, was wir machen. Und hat das Gedicht dann, denke ich mal, mit Bedacht und sorgsam rausgesucht. Ich muss auch gestehen, ich kriege jetzt auch immer noch dabei, aber was für Gänsehaut, ihr glaubt es gar nicht. Das ist so süß. Aber es steckt viel Wahrheit drin. Es steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Ich zeige euch jetzt gleich mal den Pullover, den ich schon fertig gemacht habe. Also jetzt nur rein quasseln ist mir dann doch zu blöd. Moment, ich hole den gleich mal. So, das mal zur Seite. Hier haben wir einen wunderschönen Kissenbezug.
aus richtig flauschiger Wolle, so ganz, ganz toll. Ich weiß, die Kamera dunkelt gerade ab, weil das hier so viel weiß ist. Wir haben hier Blauanteile, wir haben Weißanteile. Und das ist die Himalaya. Eine ganz, ganz weiche Wolle, richtig kuschelig. Und geschlossen habe ich das so einfach mit Knebelknöpfen. Das ist ein Kissenbezug, da ist keine Naht drinne, das ist alles in einem Stück. Da. Also ganz, ganz toll. Auf was man bei der Wolle achten muss, das erzähle ich euch selbstverständlich im Video, weil dazu wird es auf jeden Fall eine Anleitung geben. So, dann habe ich fertig. Dieser wunderschöne Pulli, das ist ein Long Pullover, den habe ich jetzt einmal in dieser Fassung mit den Rottönen im Körper und den einfachen weißen Ärmelchen ganz schlicht gerade runter. Und weil der so schön ist, gleich noch einmal gemacht mit Rottönen, Creme, ein bisschen Weiß haben wir hier und auch oben. Und hier haben wir noch so ein kleines bisschen Muster über das Ärmelchen verteilt. Also im Prinzip das Muster, was ich hier gemacht habe, habe ich dann hier einfach nochmal weitergezogen. Aber diesmal nicht gerade runtergestrickt, sondern hier vorne dann etwas verengt, dass es dann fester am Handgelenk sitzt. Und das hier sitzt halt recht locker am Handgelenk und wackelt so ein bisschen hin und her. Das sind zwei Longs. Also die gehen gutes Stück über den Bobbes. Einfach, wenn es dann so richtig kalt ist, dass man sich dann da schön hinsetzen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der gefällt mir sogar alleine wegen dem Muster hier am Ärmelchen noch ein bisschen besser. Das hier war das Probestück, das war das, was ich als erstes gemacht habe. Und das hier ist dann die Weiterentwicklung. Dafür macht man halt die Probestücken, um zu schauen, was einem dann wie gefällt, wie man es haben möchte. Und hier war dann halt der Mustersatz von hier nochmal und hier halt nicht. Sind beides aus der Lisa Gründel Premium Uni. Für Kinderpullover ist das super geeignet, weil Kinder wachsen ja sowieso, wie sagt man immer so schön, wie Unkraut. Und damit tragen sie das maximal eine Saison. Und meine Mausi ist sowieso so eine kleine Mietz, also eine absolute Frierkatze. Deswegen wollte ich gerade Mietzi sagen. Nee, das ist eine richtig schlimme Frierkatze. Und da trifft sich das natürlich dann ganz, ganz toll. Für jeden, der jetzt nicht ganz so schlimm eine Frierkatze ist, würde ich das Gründel Baby Garn empfehlen. Das ist ein bisschen atmungsaktiver. Aber für jede Frierkatze ist Gründel Lisa Premium Uni wirklich traumhaft. Das hält euch sowas von wunderbar warm. Ihr müsst da nicht mal mehr ein T-Shirt runterziehen, irgendwas. Nö, das reicht wirklich. Dann der Pullover ist auch schön blickdicht, ist auch alles ganz, ganz weich und kuschelig. Aber ich glaube, das hier ist mein absoluter Favorit. Ja, dann sitze ich noch ewig angemacht. An meiner Decke, wie ihr seht, auch guck mal, wie schön die glitzert. Das ist ja voll was für mich, ich kleine Elster. Und die wird aus der Mitte herausgearbeitet und wächst dann nach außen. Dann bin ich jetzt bei, ja lacht nicht, ich brauche ein Lineal, weil mein Maßband ist wieder mal irgendwo. Aber auch ein Lineal tut's. So ist das halt, wenn man Kinder hat. So, Moment, das muss ich jetzt mal durchschubbeln. Hm, 14 cm, sag mal knapp 15, auf 50 soll's. Dann ist das 1 Meter in der Breite und 1,70 in der Länge. Da muss ich aber auch erstmal noch gucken, ob die Wolle reicht. Weil die Machart ist halt auch schön, wenn man sich nicht genau sicher ist, ob die Wolle reicht, wird sie dann halt einfach etwas kleiner, die Decke. Und dann soll das so sein. Nun, so sieht es jetzt aus. Dann habe ich gerade ganz früh eine neue Runde begonnen. Aber guck mal, wie schön das funkelt.
es kratzt auch nicht. Also ich rubbel hier wirklich drüber. Es kratzt nicht. Da, man sieht nichts. Haut fühlt sich auch nicht gepielt an. Hier ist auch nichts dran. Das ist wirklich eine ganz, ganz traumhafte Wolle. Das ist die GB Ballkönigin. 96% Polyacryl, 4% Polyester. Wo man die kaufen kann, kann ich euch nicht sagen. Ja, ich weiß, ich habe die Wolle hier liegen, aber ich kann es euch nicht sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich habe sie nicht gekauft. Die hat mir jemand zugeschickt, eine ganz liebe Freundin. Und die hatte sie bei sich und wusste mit der nichts anzufangen. Und da hat sie gefragt, ob ich die haben mag. Na, und da sage ich natürlich nicht nein. Leute, das ist Glitzer. Also wenn ich zu Glitzer mal nein sage, dann muss ich wirklich krank sein. Guckt euch mal dieses wunderbare Glitzer. Dazu kann man nicht nein sagen. Das geht einfach nicht. Und da hat sie es mir rübergeschickt. Also wo man die bekommt, ich weiß es nicht. Wenn es einer von euch weiß, einfach mal damit ab in die Kommentare bitte. Weil ich habe davon wirklich keine Ahnung, wo man die bekommt. Ich liebe nur dieses Glitzer. Oh, ich liebe dieses Glitzer. Ach ja. Mädels, ich bin wollsüchtig. Wisst ihr das eigentlich schon? Einfach so wollsüchtig. So, dann. Moment, hier muss ich mal angeln und mein Mikado-Spiel holen. Komm her. Kleines Mikado-Spiel. Hab ich ja so viel Sockenwolle gekauft. Und zwar die Sockenwolle Smila. Sagt euch bestimmt noch was. Und da bin ich gerade am Sockenstricken. Wir haben hier mit doppelten Sockenbündchen. Da. Hier ist auch alles schön. Ja, mit den ganzen Nadelstopps sieht das ein bisschen spaßig aus, aber ich hatte jetzt einige Elternabende, also in der Schule, bevor hier jetzt irgendjemand was Falsches denkt, ich hatte jetzt in der Schule einige Elternabende und mit den ganzen Nadelstopps trägt sich das halt so richtig schön im Rucksack mit. Und man kann dann in der Wartezeit, bevor man dann eingelassen wird oder so, wunderbar weitermachen. Deswegen sage ich kleines Mikado-Spiel, aber es sieht zum Brüllen aus mit den ganzen Nadelstopps. Und ich hatte das gestern wieder mit zum Elternabend. Da kam ich aber mal nicht zum Weitermachen, weil da war ich echt dann ein bisschen zu spät dran. So, und in dem Schaft selber haben wir dann dieses Muster. Das ist so ein ganz tolles, kleines Perlenmuster. Ich mache hier aber zwei Videos draus. Ich mache einmal das doppelte Bündchen, das hier, das gibt es einmal und dann auch das Perlenmuster. Einfach aus dem Grund, das doppelte Bündchen kann man auch ganz toll als Pulloverkragen verwenden. Ich liebe das wirklich abgöttisch. Guckt mal, wie schön dehnbar das ist in alle Richtungen. Also man kann hier da, ne? Es zieht sich aber auch sofort wieder zusammen. Das kann man jetzt stundenlang spielen, das Spielchen. Das zieht sich alles da ganz traumhaft. Sobald ich es loslasse, zack, wieder zurück. Also ich habe hier jetzt schon ein paar Mal gespielt und habe es wirklich als Härtetest gemacht. Und es ist einfach, deswegen mache ich das einzeln, weil als Pullover-Kragen ist das natürlich auch ganz toll. Man spürt hier nicht, wo sich das zusammenschließt. Das ist alles ganz fest. Das ist jetzt im Prinzip die Weiterentwicklung vom Harlekin-Kragen. Und dann halt dieses wunderschöne Muster. Ich weiß, davon sieht man noch nicht viel, aber es fängt hier oben im Lila an und geht dann nach unten. So, dann habe ich. Das ist aber noch nicht fertig, weil mir fehlt die Mitte. Es ist fast fertig. Aber mir fehlt, wie gesagt, die Mitte. Das hier. Ich finde diesen Anhänger echt süß.
Aber mir ist noch nichts für die Mitte eingefallen. So finde ich ein bisschen nackig, das... Nee, da fehlt mir irgendwas. Aber in die Mitte muss noch was rein. Jetzt habe ich schon wieder überlegt, weil ja Weihnachten ranrückt, ob man hier wieder so einen Weihnachtsanhänger reinmacht. Ein kleines Herz, einen kleinen Zapfen, irgendwie was in diese Richtung. Ach, ich weiß es gerade noch nicht. Ich meine, wir können sie ja mal holen. So, wir haben die jetzt mal alle hier oben. Und jetzt gucken wir mal. Also. Wenn wir jetzt das zum Beispiel reintun, das sieht auch ganz toll aus. Oder wir gehen ein bisschen glitzernd mit dem kleinen Glitzer her. Ich meine, das finde ich auch ganz hübsch. Oder ein Stern. Ist auch niedlich. Oder das. Oder da. Was nehmen wir? Ich habe keine Ahnung. Das glitzert und funkelt alles so toll. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das ist jetzt nicht, denkt jetzt bitte nicht, das ist dasselbe wie letztes Jahr. Das ist so ähnlich. Das kommt jetzt einfach nur so recht identisch rüber. Weil es ist fast die gleiche Machart. So, ich habe das jetzt gerade, gleich hört ihr den Drucker nochmal, weil ich habe das gerade taufrisch ausgedruckt, um das mal zu vergleichen. Aber wie ihr seht, es ist angelehnt, es ist aber nicht dasselbe. Das war aber Zufall. Also ich hatte das hier so ein bisschen im Kopf und habe mich einfach hingesetzt und habe einfach losgelegt. Ihr kennt das ja bei mir schon teilweise. Zumindest die, die schon länger da sind. Und das ist Zufall, dass das so ein bisschen angelehnt ist, zumindest an das hier. Das hier ist ja ganz anders. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir rein? Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich lasse es euch jetzt machen. Machen wir 1, 2, 3 oder 4 da rein. Obwohl das auch süß ist, oder? Okay, oder 5. So, oder wir machen es ganz einfach. Da gebe ich euch gar keine Zahlen. Guckt in den Kasten und sagt mir, was wir nehmen. Ich weiß es wirklich nicht. Die gefallen mir alle so gut. Aber ich weiß nicht, was wir reinmachen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. So, ich lege euch das nochmal daneben. Ihr habt nur immer so gute Ideen. Jetzt helft mir mal. Was machen wir hier rein? Das ist hübsch. Und das ist hübsch. Ja, und Glitzer sowieso. Nur so ein Glitzerherz. Also hier hatten wir jetzt schon eine Herzig. Hier hat man Herz, hier hat man Herz, hier hat man Herz. Hier hat man einen Zapfen. Da wird es eigentlich mal Zeit für einen Stern. Ach, sagt ihr mir das bitte. Wie wollen wir es machen? Von diesen Kugeln hier habe ich auch noch eine. Aber ich glaube, das ist zu blöd, nur eine alleine. Da muss ich noch mal welche besorgen. So, mit dieser schweren Aufgabe lasse ich euch heute alleine. Ihr schreibt mir das mal bitte, bitte in die Kommentare, weil ich kann mich, ich sitze hier wirklich schon seit Tagen da, ich kann mich nicht entscheiden. Und dann tue ich das auch mal gefrustet wieder weg und das Video wird immer noch nicht fertig. Also das hier ist jetzt das Probestück. Da kommt dann noch eins. Nee, sagt's mir. Bitte helft mir, ich kann mich nicht entscheiden. Aber ihr habt da bestimmt eine Idee, was man dafür machen kann. Ich verlasse mich da eigentlich auf euch, dass ihr bestimmt eine Idee habt. Ich meine, es glitzert ja in allen Formen und Farben und ihr findet da bestimmt das Richtige. Das ist so schwer. Am liebsten würde ich sie alle verwenden, aber dann...
Dann müsste ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Stück machen. Ja, das wird eine Nachtschicht. Also, sprecht mal mit mir. Was würdet ihr davon nehmen? Was würdet ihr hier reinmachen? Und gebt mir gleich zwei Ideen bitte am besten, weil das ist das Probestück und dann brauche ich ja noch mal eins für das Stück im Video. Meine, von manchen haben wir auch doppelt da, wie hier von dem Stern zum Beispiel, den haben wir zweimal. Den Stern haben wir ganz und gar viermal, wenn ich das jetzt richtig sehe. Den haben wir zweimal. Das Herz. Einmal. So, den Stern. Dreimal. Den Stern. Zweimal. Diesen Zapfen dreimal, das Herz zweimal. Ach, das hilft mir auch nicht beim Entscheiden, was ich hier gerade mache. Ich verlasse mich da jetzt einfach auf euch. Ihr sagt mir, wie wollen wir es machen, was wollen wir reinmachen und sagt mir bitte gleich zwei Stück, weil ich weiß nicht, was momentan los ist, ich kann mich nicht entscheiden. Also Entscheidungen sind momentan nicht meine Freunde. So, jetzt lasse ich euch mit diesem wunderbaren bunten Kasten allein. Ihr schreibt mir in die Kommentare, was wollen wir reinmachen in dieses kleine süße Teil. Gebt mir gleich zwei, weil das ist das Probestück. Eins kommt noch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche allen Kranken eine ganz, ganz liebe Besserung, auf dass ihr schnell wieder auf dem Dampfer seid. Ich drücke ganz fest die Daumen. Hoffe, das kleine Gedicht hat euch gefallen. Also mich hat es zu Tränen gerührt, wo die Große heimkam und hat gesagt, Mutti, das hier ist mein Abschlussgedicht. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass das Video heute ein kleines bisschen euch Ablenkung gebracht hat und euch vielleicht so ein bisschen auf andere Gedanken gebracht. Und wenn nicht, könnt ihr ja hier eine Runde knobeln, was euch da gefallen könnte. Also dann, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.